Herr der Ringe, der zweite Teil, in dem der Schlüssel zum Weißen Rat gelangt, dieser beschließt, ihn zu zerstören und Helge auf eine lange, beschwerliche Reise schickt. Hallo, ich bin Helge und aus irgendeinem Grund muss ich diesen Schlüssel zum Weißen Rat bringen. Wir sind der Weiße Rat. Oh, der eine Schlüssel. Wir müssen ihn dazu benutzen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Nein, wir müssen ihn dazu benutzen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Nein, wir werden ihn zerstören. Helge, du bekommst Gefährten, die dir auf der Reise zum Burg of Destiny zur Seite stehen. Du bist der Schlüsselträger. Außerdem noch du und du. Du, der du von einem Papierflieger getroffen sterben wirst. Und ich bin auch dabei. Ja, dann lass uns mal loslegen. Oh nein, ein unüberwindbares Hindernis. An diesem Hindernis kommt ihr nicht vorbei. Hehe. Was sollen wir tun? Wir müssen umdrehen. Wir können nicht vorbei. Durch Helges unsichtbaren Zaubermantel sind wir geschützt. Wir gehen weiter. Ich denke, ich werde alleine weitergehen. Was meinst du? Nein, ich komme mit. Okay. Gut, ich muss sowieso mal auf Klo. Oh nein, ein Papierflieger. Geh allein weiter. Ohne mich kannst du es schaffen. Ich bin tot. Das ist mir egal. Ich gehe einfach weg. Oh, cool. Unsichtbare Pferde. Nein, das sind keine Pferde. Egal, wir tun so, als wären es welche und reiten diesen Gang entlang. Hallo, ich bin das Geschöpf, das den Schlüssel einst besaß und von seiner Macht verrückt geworden ist. Ich will ihn wieder haben. Nein, du bekommst ihn nicht. Schade. Ich weiß nicht, Gefährte 1. Die Last des Schlüssels ist zu groß für mich. Ich werde aufgeben. Nein, tu das nicht. Deinetwegen wird eine riesengroße Schlacht geführt. Aus unerfindlichen Gründen gibt mir das Kraft. Lass uns weitergehen. Helge, glaubst du, wir werden das überleben? Nein, du nicht. Ach, blöd. Naja, Ende. Tschüss.